Explainit und der Standard erklären. Olympia. Gewinner und Verlierer. Die Olympische Medaille. Begehrte Auszeichnung und Objekt der Begierde für Athleten. Während der Spiele dreht sich alles um sie. Dabei übersieht man leicht, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Konkret bedeutet das, nicht alle profitieren von Olympischen Spielen. Für die Bevölkerung an den Austragungsorten bringen die Spiele zahlreiche Veränderungen mit sich. Gute und schlechte. Viele betreffen den Städtebau und haben damit unmittelbare und langfristige Auswirkungen auf das tägliche Leben. Sehen wir doch mal genau hin. Stadien, Unterkünfte, öffentliche Verkehrsmittel. Das Stadtbild verändert sich. Und damit Athleten und Besucher pünktlich und bequem zu den Wettkampfstätten gelangen, braucht es eine funktionierende Infrastruktur. Im Idealfall profitiert davon nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern langfristig auch die Bevölkerung vor Ort. Nach den Spielen bieten ehemalige Athletenunterkünfte Wohnraum. Olympiaparks sind Naherholungsgebiete. In den Olympiastadien werden Veranstaltungen abgehalten und die Infrastruktur ist effektiver als vor den Spielen. Korruption, Menschenrechtsverletzungen und die Verschwendung öffentlicher Gelder. Wie sieht das in Rio aus? Statt zu verbinden, verstärken die Spiele die soziale Ungleichheit. Der Ausbau der Infrastruktur kam vor allem reicheren Bevölkerungsschichten zugute. 85% der Investitionen, die direkt für die Spiele nötig sind, flossen in das bereits privilegierte Viertel Barra da Tijuca. Um Platz für die olympischen Bauten zu schaffen, wurden Bewohner von Favelas zwangsumgesiedelt. Ihre neuen Wohnungen haben nun zwar einen höheren Standard, liegen aber meist in entlegenen Gebieten im Westen Rios, weit entfernt von Stadtzentrum, Arbeitsplätzen, grundlegender Infrastruktur und dem gewohnten sozialen Umfeld. Und damit enden die Probleme nicht. Inmitten eines Naturschutzgebietes wurde für die neue olympische Disziplin Golf ein Golfplatz gebaut. Und in der Bucht für den Segelwettbewerb tummeln sich statt Meeresgetier Bakterien und Müll. Hier hinein fließen ohne Klärung die Abwässer von Millionen Haushalten und großen Industrieanlagen. Die Säuberung wurde wegen fehlender finanzieller Mittel nicht durchgeführt. Olympia spielt sich also nicht nur im, sondern auch um das Stadion ab. Ob die Bevölkerung von dem Event profitiert oder nicht, zeigt sich oft erst, nachdem die olympische Flamme erloschen ist.